can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? Yo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich melde mich auch endlich mal heute bei euch. Ich habe noch nicht gevloggt, glaube ich. Es ist jetzt kurz nach 6, 18 Uhr. Oh, und ich war den ganzen Tag unterwegs. Ich habe so die Schnauze voll. Ich bin seit 9 Uhr unterwegs. Ich musste nämlich mit meiner Oma ins Krankenhaus. Die hat so ein paar Wehwehchen. Gott sei Dank nichts Schlimmes, soweit sich herausgestellt hat. Also sie muss sich einfach nur ein bisschen schonen und dann ist es okay. Und das hat einfach ewig gedauert. Zwischenzeitlich musste ich kurz nach Hause, weil jemand für meine Heizung kam. Der war da. Dann bin ich wieder ins Krankenhaus gefahren und wir sind kurz nach 9 losgefahren und ich glaube, wir waren zu Hause um 2:30, glaube ich. Dann habe ich Oma halt noch zu Hause ein bisschen geholfen und sowas. Dann war ich kurz bei Laura. Gar nicht lange, eine halbe Stunde oder vielleicht maximal eine Stunde. Dann war ich noch kurz beim Friedhof, weil ich da ein bisschen sauber gemacht habe und so. Und war bei der Post. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Die Straßen waren mega voll, Berufsverkehr und so ein Scheiß. Es hat mega lange gedauert, nach Hause zu kommen. Und jetzt bin ich endlich zu Hause. Boah, ich kann nicht mehr. Dann habe ich natürlich vorher noch meinen Vlog geschnitten und so. Sport habe ich nicht geschafft. Das ist mir jetzt aber auch egal, ey. Boah. Was ein Kacktag. Warum muss man für 10 Minuten mit dem Arzt sprechen, 100 Jahre im Krankenhaus rumsitzen? Eigentlich wären wir halt zu ihrem anderen Arzt gegangen, aber der ist irgendwie im Urlaub und meinte, wir sollen ins Krankenhaus. Ja. Kannst du es lassen? Vielleicht? Das wäre voll nett. Bitte. Okay. Okay. Ja. Verschluckt. Okay, auf jeden Fall bin ich jetzt zu Hause und ich bin so kaputt. Ich habe natürlich auch nicht viel geschlafen. Ich habe jetzt gerade mal meine Heizungen alle angemacht und dann gucke ich gleich, ob sie funktionieren. Also das Ding ist ja, sie funktionieren, aber nur wenn ich sie voll aufdrehe. Ich will aber nicht den kompletten Winter über auf volle Pulle heizen, weil das mega teuer ist. Deswegen, ich soll die jetzt einmal voll aufdrehen, bis sie komplett heiß sind, dann kurz ausmachen und dann so auf Mittel drehen. Das werde ich jetzt probieren. Dann hoffe ich, dass es klappt. Dann ist es hier auch nicht mehr so kalt. Und dann werde ich mir jetzt ein paar gechillte Sachen anziehen und chillen. Ich mache dann noch meine Videos fertig. Ich habe ja gestern 4 Videos geschnitten. Da mache ich dann noch die Infobox und Anmerkungen und Verlinkungen und was alles dazugehört. Kriege ich hier eigentlich einen Pickel? Ja. Sport schaffe ich heute definitiv nicht. Ich bin im Arsch. Wenn ich gleich Hunger habe, überlege ich, ob ich diesen Kürbis mache. Diesen Spaghetti-Kürbis. Mal sehen. Ja, und sonst mache ich, glaube ich, heute echt nicht mehr so viel, weil ich bin echt mega fertig. Ach ja. So sieht's aus, so sieht's aus. Mehr habe ich euch, glaube ich, gar nichts zu erzählen. Das war einfach nur Ja. Ja, ach Freunde, was geht so bei euch? Habt ihr eigentlich noch Ferien? Schreibt mir das mal in die Kommentare, also wenn ihr zur Schule geht. Ich glaube, hier sind die Ferien rum seit heute. Also ich glaube, heute ist der erste Schultag wieder. Müsste, ne? Schreibt mal, wie das bei eurem Bundesland aussieht. Ja, ich habe auch gerade noch meine Autogrammkarten weggeschickt an die Leute, die mir einen Briefumschlag geschickt haben. Und jetzt werde ich erstmal ein bisschen chillen. Ich habe auch mega Kopfschmerzen. Ich muss aber was trinken. Ich habe nämlich definitiv zu wenig getrunken heute. Okay, ich glaube, jetzt habe ich genug gelabert. Gott, 4 Minuten gelabert. Sorry, Leute. Aber gut, das sind halt Vlogs, ne? Da labert man hauptsächlich. Okay, tschüss. Okay, Leute, also ich kriege jetzt so langsam Hunger. Deswegen habe ich jetzt doch beschlossen, mir diesen Kürbis zu machen. So sieht der aus. Er heißt Spaghetti-Kürbis. Kann man sehen? Spaghetti. Und den werde ich jetzt zubereiten. Und da der 40 Minuten eh erst im Ofen bleiben muss, werde ich das jetzt machen. Was für mich eigentlich?
Ich zeige euch das gleich mal. Und wenn das mega geil schmeckt, mache ich euch dazu ein Rezepte-Video. Promise. Wenn ihr es wollt. Schreibt sie mir in die Kommentare. Aber erstmal muss ich das probieren. Wenn es scheiße schmeckt, dann können wir sowieso vergessen. So, hallo, 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 wo bist du? Bist du dumm? Kannst du mal... Danke. Als erstes aufschneiden. Jetzt dieses ganze Zeug rausmachen, weil das brauchen wir nicht. So, dann habe ich da jetzt Olivenöl drüber gegeben, Salz und Pfeffer. Und das kommt jetzt für 40 Minuten in den Ofen. Ja, es brutzelt auch dezent. Jetzt kommt der ganze Quatsch aus dem Ofen. Ich habe in der Zeit Soße gemacht. Und zwar ganz normale Bolognese-Soße. Jetzt werde ich das hier mal umdrehen. So, und jetzt werde ich versuchen, das so... Man muss das, glaube ich, nur so ganz leicht aufkratzen. Okay, das klappt nicht so gut mit der Kamera. So, dann sieht das Ganze so aus. Schon ein bisschen wie Spaghetti. Jetzt mache ich mal die Soße da drauf. Ungefähr so. Jetzt mache ich noch ein bisschen Käse drauf und dann kommt das nochmal 5 Minuten in den Ofen. Also ich finde ja, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich finde, das sieht sehr, sehr lecker aus. Und den hier werde ich jetzt probieren. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das schmeckt. Okay, ich bin jetzt fertig mit Essen und ich muss sagen, ich finde es mega, mega geil. Also es ist schwierig zu beschreiben. Es ist von der Konsistenz her ein bisschen... Oh, meine Nase läuft. Ein bisschen so wie nicht ganz durchgekochte Kartoffeln. Lass das. Also so Kartoffeln, die noch ein bisschen roh sind. Vielleicht so wie Kartoffelpuffer. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall relativ weich. Aber man merkt es, wenn man das isst. Vom Geschmack her eigentlich ziemlich neutral. Hat so gut wie gar keinen Eigengeschmack. Ich glaube, dass es so ein bisschen süßlich schmeckt. Aber nicht so, dass es stört. Auf jeden Fall war das echt lecker. Auch mit meiner Soße. Meine Lippen sind irgendwie jetzt voll rot. Das war heiß. War auf jeden Fall mega lecker. Und für alle, die Low Carb machen oder irgendwie auf Nudeln oder so verzichten wollen, eine mega gute Alternative. Also wenn ihr Bock habt, dass ich dazu Rezeptvideos mache, könnt ihr mir ja schreiben, mit was, mit Bolognese oder was weiß ich, oder verschiedene Arten. Dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Macht das mal. Auf jeden Fall war das sehr lecker. So, ich habe jetzt gerade eine Maske aufgetragen, so eine Peel-Off-Maske, weil ich irgendwie da das Gefühl habe, meine Haut braucht das gerade, weil... Also eigentlich ist es viel besser geworden mit den Pickeln, aber jetzt habe ich heute wieder so ein paar und dann dachte ich mir, komm, mach so mal eine Maske. Jetzt gucke ich YouTube-Videos. Ich habe nicht mehr so viele zu gucken. Aber ich gucke jetzt trotzdem welche und danach gucke ich wahrscheinlich, falls es nicht zu spät ist, noch eine Folge Vampire Diaries oder so. Weil ich habe, boah, keine Ahnung, wann die 7. Staffel rauskam, bis zur Hälfte geguckt und seitdem erst 2 Folgen. Und jetzt kommt bald schon die neue oder so? Boah, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall bin ich voll lame, was das gerade angeht. Ja. Komplett, aber so ungeschminkt. Ein länger Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt irgendwas filme. Er ist wie immer am Schmusen. Okay, jetzt will er mit dem Band spielen. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Lass das. Lass das. Lass das. Hey, hey. Meint, er könnte meine Narbe durch einen Zauber übernehmen. Kann sowas funktionieren? Das war eine Idee, muss er verzweifelt sein. Irgendwie lustig, dass er darauf gekommen ist, wenn man bedenkt, wo wir überall waren, um eine Lösung zu finden. Ich schätze, das Schicksal hat einen Sinn für Humor. Das Taxi ist da, ich muss los. Sei vorsichtig, ja? Immer, Liebster. Ich mache mich auf den Weg nach Dallas, so schnell ich kann. Ihn foltern. Du wunderst dich, dass ich Rainer freiließ. Guck dir doch an, was du gerade tust. Ich weiß, dass du eine Abneigung gegen meinesgleichen hast. Ja. Frag mich nicht, warum du so lange gewartet hast, um Rainer zu befreien. Frag Stefan Salvatore. Eigenartiger und eigenartiger. Juch. Ja. Oh. Aua. Aua. Oh.
So, ihr Lieben, ich liege jetzt im Bett und ich gucke jetzt gerade nochmal, ob ein paar Kommentare da sind, die ich beantworten kann. Voll viele haben Tribute von Panem noch nicht geguckt. Da denke ich mir so, was zur Hölle? Könnt ihr das bitte machen? Die Verena schreibt, hey Vanessa, hatten deine Katzen schon irgendwelche OPs oder Beinbrüche etc.? Liebe Grüße, deine Verena. Liebe Grüße an dich. Nein. Also die beiden Großen sind ja kastriert oder sterilisiert oder was auch immer, aber da hatte ich die noch nicht. Deswegen, seit ich die Katzen habe, hatten die noch keine OPs oder sonst irgendwas. Und bald aber schon, also da ich lasse Styles halt kastrieren. Aber das ist auch noch nicht passiert, deswegen bisher noch nicht. Und dann können wir direkt weitermachen. Glow Fashion fragt, hey Vanessa, ich wollte fragen, ob du schon mal geritten bist oder Erfahrung mit Pferden hast. Ich habe gestern mein drittes Pferd bekommen. Boah, wie geil. Herzlichen Glückwunsch. Mega cool. Ich mag Pferde mega gerne. Und ich bin auch eigentlich mein ganzes Leben lang geritten. Ich glaube, seit ich... Wann fängt man denn an zu reiten? Seit ich 4 bin oder so. Bis 14 ungefähr. Ich hatte auch mit 12, 13 ein eigenes Pflegepferd und das war auch mega cool, aber irgendwie musste ich das dann abgeben und dann gab es nichts mehr in der Nähe, wo ich reiten konnte. Dann musste ich das halt irgendwie aufhören und seitdem, ja weiß ich auch nicht, jetzt habe ich auch nicht mehr irgendwie Zeit dafür. Ich habe auch nichts in der Nähe, wo ich reiten könnte. Voll schade eigentlich, weil ich mag reiten mega gerne, aber so ist jetzt der Stand der Dinge. I wanna feel this moment schreibt. Hey, meine Frage, liest du eigentlich noch Bücher? Wenn ja, was? Und wenn nein, wieso nicht? Und ich schreibe gerade voll viele Klausuren. Wünsche mir Glück. Viel Glück bei den Klausuren. Und falls irgendwer anderes von euch gerade auch noch Klausuren schreibt, viel Glück auch an euch. Ja, ich lese Bücher, aber viel zu selten. Also ich will unbedingt wieder mehr lesen. Und ich bin gerade dabei, das hier zu lesen. Crossfire von Sylvia Day. Das ist so ein Shades of Grey Abklatsch. Und das lese ich gerade den dritten Band und ich muss weiterlesen. Aber bei mir ist es so, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe so und chillen kann, dann gucke ich YouTube-Videos, weil ich da momentan so immer zurückhänge. Also heute bin ich im aktuellsten Stand, aber das ist dann auch nur heute und dann hänge ich wieder nach, so eine Woche oder so. Ach, deswegen, ich will eigentlich viel mehr lesen, aber irgendwie mache ich es dann doch nicht. Vielleicht lese ich jetzt gleich noch ein paar Seiten. Mal gucken. Die René schreibt, was hältst du von den Herr-der-Ringe-Filmen? Machen wir erstmal die Frage. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nicht einen einzigen gesehen. Von daher keine Ahnung. Und dann, andere Frage, wenn du das Sportprogramm täglich machst, merkst du eine Verbesserung? Also schaffst du dann mehr Wiederholungen oder zählst du das nicht? Also ich merke auf jeden Fall Verbesserungen. Zum Beispiel, als ich letzte Woche mit Woche 3 angefangen habe, konnte ich manche Übungen mega schwer nur ausführen, beziehungsweise, das ist ja alles immer 30 Sekunden und dann wird das wiederholt, konnte ich keine 30 Sekunden durchziehen bei manchen Übungen. Und von Tag zu Tag hat man einfach gemerkt, dass sich das gesteigert hat, dass ich da einfach besser drin wurde und am Ende komplett durchziehen konnte. Also das merkt man auf jeden Fall. Bis auf bei Liegestützen, da versage ich immer noch kläglich, aber auch das wird irgendwann bestimmt noch werden, wenn ich mich mal anstrenge. Oh, dieser scheiß Liegestütze hasse ich einfach. Die Knuddelchen schreibt, lieben Gruß und auch wenn du nie zurückgrüßt. Also bitteschön, liebe Grüße an dich. Ganz speziell. So, und ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ein paar Seiten lese oder ob ich einfach versuche zu schlafen. Mal sehen. Eigentlich bin ich noch nicht müde, aber es ist relativ spät, deswegen sollte ich schlafen. Mal sehen. Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt für euch. Dieses Flackerlicht, ich darf nicht mehr im Schlafzimmer vloggen. Es ist zu flackerig. Manu. Okay, bis morgen. Tschüss.